Eine Skelettuhr wie diese erkennt man am hinteren Fenster hinter den Zeigern, wo man das Uhrwerk sehen kann. Der Erfinder Peter Henlein baute sie 1830 aus Glas und Metall in Groß Nonndorf im Hollerbrunner Bezirk. 1510 wurde die erste Taschenuhr hergestellt. Heutzutage gibt es viele verschiedene Taschenuhren, sogar mit Batterien, so wie diese.